Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Und wieder mit dabei ist der Onkel von Gamers Check AP. Ja, hallo Gabax. Warum habe ich das Na? dazu gemacht? Was bitte? Keine Ahnung. Ja, Revan ist immer noch nicht da, weil er halt immer noch Probleme macht. Mal wieder. Also mal geht's nicht. Und ich glaube, ich sehe dich da im. Oh ja, ich sehe dich auf ganz weit hinten irgendwie Ja, schießen. ich bin gerade auf der Jagd und ich Da glaube so. fest daran, dass sich die Natur auf uns einstellt. Das heißt, wenn wir dort bauen, dass dann die Tiere weggehen, dass die jetzt langsam so ein Eigenleben entwickeln. Also, dass die das irgendwie so Okay. gepatcht haben, weil du findest im Umkreis von uns keine Tiere. Du musst erst ein ganzes Stück laufen und egal in welche Richtung, ich bin jetzt extra mal in die andere Richtung gelaufen zum Ja. Jagen und da findest du genauso weit, musst also genauso weit weggehen wie bei der anderen, wie bei der auf der anderen Seite. Was? Also unser Raumschiff, oh, Alter. Raumschiff ist jetzt ganz schön schwergängig geworden. Aber es fliegt. Wo bist du denn? Da. Oh, ach, das sieht aber schon mal ganz geil aus. Wie kann ich denn, Ja, ne? wie kann man denn die Dings ausschalten? Die Warte mal, was? das würde ich gern, dieses HUD ausschalten. Geht das? Gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht, ob Steuer das geht. Kreativmenü, ha, nee. Also ich muss auf jeden Fall noch Schubdüsen unten erweitern, definitiv. Die werde ich auf jeden Fall links und rechts an den Flügeln noch setzen und vielleicht vorne noch, Hier, damit F9. man schneller abheben kann. Und oben auf jeden Fall noch so Yeah. runter. So, warte, jetzt muss ich mal ein bisschen näher kommen. Momentan ist es nämlich noch so ein leichtes Loch in Mitte hier. Gut, das Doofe ist halt, dass es jetzt so dunkel ist, ne? Deswegen baue ich auf jeden Fall noch Scheinwerfer vorne dran. Das sieht aber jetzt schon episch aus. Geil. Also, das ist ein schönes Raumschiff, muss ich sagen. Danke. So, ich habe jetzt auch mal das Obwohl ich Hut, es noch ein lasse ich bisschen jetzt. hässlich finde. Also, unsere Schriften lasse ich jetzt mal aus. Weil da kann ich nämlich auch viel bessere Thumbnails machen. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal zusehen, dass ich das hier fertig baue oben. Boah, wie Boah, geil Alter, das ausschaut. das beschleunigt richtig schnell, ne? Also das sieht Muss richtig hübsch richtig aus, muss ich sagen. aufpassen. Doch so. Ich weiß nicht. Also von dem Ich hätte es. Blickwinkel, ne? Ja, aber ich hätte es schöner. Noch gerne ein bisschen schöner gebaut. Aber hey, wie gesagt, man muss ja auch erstmal mit diesen Baumöglichkeiten hier klarkommen. Und jetzt erstmal wieder ausmachen. So, Jetzt ich kriegen wir das glaube, schon. mein Inventar ist jetzt voller Fleisch. Also ich habe keinen Platz mehr für Boah. irgendwas anderes. Okay, das wäre ja atemberaubend. So, und jetzt werde ich mal schnell nach Hause kommen und werde das alles in den Kühlschrank bzw. braten, weil. Worten. Braten, weil du weißt ja selber, wie schnell diese Scheiße verfällt. Oh ja. Und ich möchte es ja gerne noch essen tun. Weil es lecker schmeckt. Nein, ich habe das Fleisch hier jetzt noch nicht persönlich gegessen. Also in echt, in real. Also ich mache jetzt. Ja, ich bin hier gerade vom Raumschiff gefallen. Also das wäre echt Bombe, wenn du irgendwann mal diese Plattform baust. Weil das Ja. ist echt hier. Jetzt ist es. Die ist jetzt dran, weil ich bin doch gerade jagen. Hä? Ach nee, gut. Höchste Nee, Priorität. es ist wieder da. Toll, ich habe vor uns getestet, es war weg und jetzt ist es wieder da. Ja, dann ist das halt so. Dann lebt damit und mecker und heul nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Du weißt doch, ich kann auch sehr gemein sein. Vor allem zu Rivano. Nein, Quatsch. So, jetzt nochmal. Ich mach diesmal Hamm Ah, ham ham. anstatt Fleisch, weil Fleisch gibt eigentlich das gleiche, bloß dass Hamm Ausdauerwert 25 anstatt 20 gibt. Und die Verfallszeit ist ein bisschen länger als das andere. Okay. Von daher. Ich brauche hier echt unbedingt Licht, denn das ist so schlimm, dass ich hier nichts sehe. Weil also selbst, ich weiß jetzt nicht, wie es meinen Zuschauern geht, ob die jetzt überhaupt was erkennen, weil selbst ich habe schon Schwierigkeiten, irgendwas zu sehen. Und ja, dann ne? Ist das beim Zuschauen teilweise sogar noch schlimmer. Jetzt ein bisschen leid, dass es hier so dunkel ist, aber ich muss halt gerade Raumschiff weiterbauen. Oh.
Wobei das ja auch immer so ein Phänomen ist, ne? Manche Leute, die sagen so, ja, ist voll gut von der Helligkeit. Andere sagen, ist voll dunkel, ich sehe gar nichts. Kommt halt auch immer auf die Einstellung des Bildschirms an. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Weil bei mir geht's eigentlich, muss ich sagen. Aber bei anderen ist es dann doch wieder... Wo hast du noch einen anderen Kühlschrank hingebaut? Ach, bei dir draußen, oder was? Ja, bei mir draußen. Scheiße. Achso, willst du das da reinstecken? Passt schon. Mal. Ist schon okay, ich hab's schon weg. Schon okay, Mann. Wozu ist denn der Alien Tooth? Der Alien Zahn, weißt du das zufälligerweise? Nee, keine Ahnung, was man damit kann. Kannst. Weiß ich leider nicht. Ich was glaube ich? Wirklich, dass wir noch einen Kühlschrank brauchen. Also so viel kriege ich ja gar nicht zusammen. Also ich hab draußen einen. Ich kann da auch noch einen zweiten reinpacken. Dann kannst du es halt erstmal ein Raumschiff kloppen. Weil ich muss gerade schauen, ob der überhaupt läuft. Ich glaube, der muss laufen. Also der Motor kann man, muss laufen. Wo kann man denn so einen blöden Kühlschrank bauen? Vielleicht, ich brauche da immer noch einen, oder? Du scheiß Wurscht. Wurscht. Wurschtel! So. Unten bauen wir, genau. Da konnte man sich ducken. Könnte man sich irgendwo ducken? Nee, ne? Nee, ducken ging nicht. Ja, war so, dass man sich ducken konnte. Nein, da habt ihr sogar noch gesagt, wegen dem Anzug kann man sich, also weil er so steif ist, kann man sich nicht ducken. Das hat Rivane versucht, das zu erklären. Okay. Kannst du dich noch erinnern? Ja, genau. Jetzt, wo du es sagst. Wo du es sagst, erinnere ich mich. Okay, ich würde sagen, ich baue aber gleich mal einen größeren Kühlschrank. Auf die Seite. Rohre. Was? Rohre? Achso, brauchst du jetzt? Elektronik. Und noch. Steuergerät und Computer. So. Kannst du hier nicht weiterbauen oder soll ich die Plattform weiterbauen? Ich mach's gleich. Ich bin gerade noch am. Bleib mal ganz ruhig. Ich muss ja dann erstmal das Fleisch noch braten. Nein, ich will meine Plattform! So. Wo ist denn der Computer? Da. So. Machen wir das erstmal. Das halt oben auch mal langsam zu. Steuergerät, Elektronik. Ja? Steuergerät und Elektronik. Mann. Oh, Alter, jetzt bin ich schon wieder vom Raumschiff runter. Das ist eine Kacke hier. So. Oh, was ist denn hier los? Warum? Was ist los? Was hast du gemacht? Ach, da war immer wieder der Elektronik verschwindet. Wahrscheinlich, wenn ich einen Computer baue, ist die Elektronik dann da drin verschwunden. Und dann. Ja, das denk ist ich immer, und dann denke ich immer, Scheiße. Wer klaut mir die Kacke? Gabax, hör auf, mir die ganzen Rohre zu klauen. Ja, so ungefähr. Ja, ich merke schon. Na, warum? Ach, jetzt dreht es in die richtige. Ach genau, Scheinwerfer würde ich doch noch dran bauen. Ja, fast vergessen. So, guten Tag. Habe ich nicht schon mal Scheinwerfer? Da habe ich schon welche vorbereitet. Das ist doch so schön, dass ich schon welche vorbereitet habe. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön. Ja, weiß ich. Danke. Alles. So, da brauche ich davon noch ein paar. Ja, da würde ich sagen. Zack. Und. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Führerschein. Ach man, einen größeren. wir brauchen einen größeren Führerschein, alles klar. Einen größeren Kühlschrank. Wir bauen auch noch einen. Ja, ach, warte mal, es gibt einen Kühlschrank T1 und Kühlschrank T2. Kann man nicht einfach einen T2? Der hat mehr Volumen. Der kann mehr tragen. Baue ich mal, ne? Ja, kannst du machen. Jawohl. Mach ich doch. Hast du gerade Hunger? Nein. Zur Hälfte erst.
Aber kannst mir schon was, also ich kann mir gleich was runter rausnehmen. Warte. Oha, da oben ist einer. Das sind alles T1er, ne? Ja. Dann bauen wir gleich noch einen T2er. Ja, wo stellen wir denn hier hin? Keine Ahnung, hier oben oder so. Ja, machen wir es irgendwo, wo du da genau machst, da oben hin, und dann machen wir die Nahrung da rein. Oder hier, stellst über den über deinen Frachtcontainer hier. Na, du machst doch gerade T2, mal gucken, oder? Ob der fertig ist. Ja, ist fertig. Aber das sieht doch dort besser aus als über dem Frachtcontainer, oder? Ich weiß es nicht. Lol, wie sieht das Teil denn aus? Ach, das war der Rückseite. Sieht sie nicht hier besser hier vorne? Dann ist die Kiste so ein bisschen, eingebaut wenigstens von Rivano. Wo denn? Hier vorne an der Ecke. Geht hier? Sieht es hier vielleicht besser aus? Und gerade? Lass mal richtig drehen hier. So. Dann andersrum. Hör das nicht. Oh, du. Hörst du das? Ja, ja. Okay. So, jetzt. Klack. Oh, auf jeden Fall. Oh, der hat doppelt so viel, ne? Kann das sein? Jo, oh, Alter. Mehr. Pass auf, dann bauen wir, pass auf, ich baue mehrere und dann reißen wir die anderen ab. Das kann ich ja nicht mit angucken hier. Dann baue ich jetzt noch zwei, dann reißen wir die drei ab und bauen zwei neue dafür hin. Willst du die hier hinbauen oder was? Da, wo die hängen? Da, wo jetzt die drei Stück sind, reißen wir die drei Stück ab und bauen zwei hier übereinander. Musst du vorher leer machen, ne? Das ist mir schon klar. Also den hin lassen wir aber hier hängen, ja? Gut. Ja. Ist er fertig? Hallo? Brauche ich schon mal noch mal ein paar Metallkomponenten. Rohre auf jeden Fall. Und Elektronik. Wenn ich dann draußen weiterbaue, kann das nämlich schon mal weiter produziert werden. So, also hier ist leer. Okay, bau ab. Jo, dann setze ich den schon mal hin. Klack. Wunderbar. Ordentlich viel Platz. Nice. Nice. So. Jetzt wird es langsam hell. Ach, in einer Minute wird es hell. Also, Quatsch, eine Stunde. Auf dem Planeten. Also eine Stunde auf diesem Planetenzeit, wie auch immer. Ja. Was denn? Alles okay. Alles okay? Alles okay. Ah, wenn alles okay ist, dann ist bei mir auch alles okay. Was? Ja, mal nichts, weil was verfällt. Okay. Wo baue ich denn jetzt die Scheinwerfer hin? Das ist ein... Oh, die sehen ja komisch aus. Ah, okay. Baue ich die denn hin? Wo baue ich die denn hin? Das ist doof, dass man die Sachen nicht umsetzen kann. Das finde ich so doof. Ja, muss immer abreißen, ne? Mhm. Nervt mich auch so ein bisschen. Oh, ich glaube, kriegt man da die kompletten Materialien wieder? Ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, ich gehe von aus, dass es nur ein Teil ist. Weil man muss ja auch so ein bisschen, ja, drunter leiden quasi, dass man das abgerissen hat, ne? Klingt komisch, ist aber so. Und ich sehe schon, wie die Sonne aufgeht, das ist doch schön. Na, gehst du mal da jetzt so. Reden. Was? Jetzt noch ein Deckel drauf. Ordnung muss sein. Liebe Freunde, jo. Falls ihr euch jetzt wundert. Warum? Was hast du gemacht? So. Ich baue hier schon schräge
das aus? Sieht das aus? Naja, geht. So, Ordnung muss sein und jetzt haben wir wieder die Kühlschränke dort. Also der Kühlschrank über dem Lebensmittelprozessor, da ist der Kühlschrank des Todes. Nee, das ist der Kühlschrank für Fleisch. Okay, ich dachte jetzt für alles. Alles wäre für Fleisch. Ja, es ist ja auch noch, gibt's auch noch Pflanzen und so einen Kack. Oh Mann, was ist denn jetzt hier los? Mach das jetzt ja! Was? Oh, weil es mich nervt hier, dass ich hier nichts sehe. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich vom Raumschiff runterfalle, ne? Aber warum habe ich denn jetzt hier... Oh, ich habe keine Bausteine mehr. Was hast du? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich sehe es nicht. Warte mal, Eins. Mach die Augen auf. Eins. Soll ich mitzählen? Bei... Ich hoffe, die 9 Stück reichen jetzt. Boah, es wird endlich wieder hell. Das boah, es geht so mir schön. So auf den Sack, dass ich nichts sehe. Das ist. Ich habe keine Ahnung. Hier stehen ja eigentlich 2 Treppen nebeneinander, ne? Ist richtig. Oh. Was sehr nachteilhaft ist, muss ich zugeben. Nachteilhaft? Mhm. Das ist ein Wort? Ja, nachteilhaft ist ein Wort. Ist richtig. Bist du dir sicher? Ja. So, hinten, das gefällt mir noch nicht. Mal gucken, wie ich das besser mache. Da kann ich dann einen Turm draufsetzen oben. Mache ich. Ah, okay, ich weiß, wie ich es mache. Schrägen hin. So. Ah! Bleib drauf! Nochmal. Merkwürdig aus, aber kann so bleiben. Na, ich häng fest. EDF. Ah, cool, jetzt sehe ich wieder was. Ich habe ein bisschen an der. Okay. An der Dings rumgemacht. An der Bums. An der. Ich komme nicht an drauf. An der Dingsbums. Mhm. Und. konnte ich wieder sehen. Wow! Was für Scheinwerfer! Guck mal, wie hell die sind! Alter Schwede! Boah, das sieht Alter. Geil aus! Übel hell! Oh ja! Wusch! Wusch! So Loll. Geil! Siehst du das, dass er durchgeht, nach links und nach rechts ausgleicht? Ist das gut? Keine Ahnung. Achso, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt stehe ich gerade. Jetzt fehlen halt links und rechts noch Waffen. Oben kann ich noch so einen kleinen Turm draufsetzen. Aber ich überlege gerade, ob ich Scheinwerfer auch nach unten setze, dass ich unten das erleuchten kann, weißt du? Aber ich glaube, ich baue auch nochmal zusätzlich. Wow! Okay. Ich baue aber zusätzlich, glaube ich, noch. Achso, genau, die Füßchen muss ich ja noch bauen. Nee, ist ja Fenster. Ich hatte doch noch. Da hab ich's. Irgendwie erkennen, wie ich das setze. Das mal hier. Das kann ja noch weniger erkennen. Ist ja schlimm. Rechts irgendwie noch ein. Fuß setzen. So. Setzt er das denn? Möchtest du ja nicht auf die Turbine setzen? Setzt es hier draußen dran? Nee. So. Ah, shit. Das ist eigentlich zu weit drin. Das Teil abgeht, ey.
Da noch nicht landen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, weiß ich, aber ich muss, brauch das kurz. Mal ganz kurz dann Füßlein dran packen. Das Schöne ist, du hast ja hier schon so einen Gang gemacht. Mhm. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4. Andere muss ich nochmal abreißen. Ja. Meine Güte, diese Tasten immer, ne? Ich verklick mich hier. Zack, wieder anmachen. So wird es dann. So, bitte? Würde in der Länge reichen, ne, wenn ich jetzt das dicht mache. Wenn ich jetzt sage, hier. So. Genau. Geräusch war schön. Zack. Rivano kriegt einen neuen Job. Echt? Der war der Einweiser. Da muss ich dann immer auf der Plattform dann schwenken, wo du hinlanden musst. Genau. Aber, so eine das schafft. An. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich stürze ab dann. Ist deine Führer. Sag, vertrau mir, vertrau. Puff. Haha, verarscht. Doch, das. So. Noch hier so ein Füßlein. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit den Waffen mache. Und zwar, wie ich überhaupt Waffen baue. Gar nicht. Da muss ich die erst erforschen? Kann natürlich auch sein, ne? Mal auf I. Voilà. Taktikbäume. Oder Taktikbaum. Nein, Technikbaum. Meine Güte. So, okay. Raygun habe ich schon gelernt. Achso, ja. Der Part ist zu Ende. Mein lieber Geist. Ach, ist es schon wieder soweit. Heilige Wahnsinn, Scheiße. Also diesmal ist es Zeit gerast. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja mal ein Däumchen da lassen, sowohl entweder beim Onkel oder bei mir oder bei beiden. Und ja, würde ich sagen, okay, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Also, ciao. Tschüss.